Hi Johannes, auch Tag, mal wieder Norbert. Im Dorf. Ja, war ein bisschen schwierig. Bisschen spät heute, 12 Uhr, sonst sehe ich dich hier immer um 10 oder ja, was? Sonst bin ich immer überpünktlich, aber heute war... Hallo Norbert, können wir ein Foto machen? Ja klar, können wir dann machen. Ja, schade, dass ich dich schon verabschieden muss. Mach mal Platz, ja, erst komm, die wir kommen gleich wieder weg. Ja, ich ja du hattest wieder. Eh Verspätung, du bist jetzt auch nicht mehr dran. Wer bist du denn? Fabian. Du bist Herr Fabian, von wo kommst du denn? Schkeuditz. Wo ist das denn? In der Nähe von Leipzig. Und da kommst du jetzt zu Fuß hier hin? Nein, wir sind mit dem Wohnmobil hierher gefahren. Ach, mit dem Wohnmobil. Ja, sei mal froh, dass du nicht mit dem Zug gefahren bist. Wer macht denn das Foto von uns? Hast du das Zelt? Die Mama. Die Mama. Ja, muss man die Mama mal ein bisschen näher kommen. Schön nah, 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 nah. Wir wollen ja auch ganz drauf. Ne? Wir wollen ja nicht einen Teil von Halle. Lachen kannst du? Lach mal die Mama. Ach, guck mal, Daumen kann er auch schon. Du bist ja Profi hier, hallo. Ja, genau. Quer auch, da ist wichtig, dass ich auch ganz drauf bin. Muss ich auch mal an alle Fans sagen, ne? Also wenn ihr ein Foto von mir macht, ihr dürft ruhig quer machen, ich bin dann nicht sauer. Hatten Sie schon? Ach ja, nochmal. Alles gut? Hast du noch eine Frage? Nein. Und ihr seid jetzt den ganzen Tag hier? Ja. Oder habt ihr mit dem Wohnmobil hier schon geschlafen? Nein, wir sind erst angekommen hier. Und jetzt bleibt ihr aber heute den ganzen Tag hier? Ja. Ja, prima. Ja, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Danke. Vielleicht sehen wir uns noch gleich. Ja. Wo ist denn jetzt schon wieder der Johannes? Der wollte da mit mir einen Film drehen. Ja. Wo warst du denn jetzt? Ja, wenn du mich wegschickst, ja, musst du mich auch wieder Selfie. Rufen. Freiwillig. Ja, dich will doch keiner im Bild haben. Ja, ich kann auch wieder gehen. Also. Nee, bleib schon sitzen. Eine Frage, darf ich ein Foto machen für meinen Enkel? Ja, wir beide können auch zusammen ein Foto machen. Ich wollte nur die Mitarbeiter vielleicht noch. Weil der Enkel war letztens mit hier, da hat er gesagt, er möchte gerne ein Foto. Wollen Sie nicht fotografieren und ich mache mit Ihrer Frau mal ein Foto? So, jetzt. Müssen Sie. Ich wollte den Mitarbeiter haben. Der ist gar kein Mitarbeiter. Das sowieso nicht. Der ist heute nur Gast. Ja. Kommen Sie mal hin, nehmen Sie mal die Maske ab. Ach ja, das. Genau, sonst wissen wir, glaubt der Enkel nachher gar nicht, dass Sie das sind. Ich hoffe. So, was? Jetzt wird er aber neidisch sein zu Hause. Hast du? Dankeschön. Gerne. Ja, Johannes, ich wollte mich mit dir unterhalten, oder was? Das ist ja, irgendwie gestaltet sich dann mit dir immer ganz, unterbrochen. Ja, mit dir gestaltet sich das hier schwierig. Du sitzt hier nicht mal, ja, mal gucken, wie lange das ruhig auf den Hintern. Ja. Ich dachte immer, du wärst ein ruhiger, ausgeglichener Typ. Ja, das kommt ja von außen alles hier, die Unruhe. Die anderen sind schuld, ne? Ja, genau. So kann das ist sagen. Bei euch wahrscheinlich auch immer so, ne? Ist egal, was passiert, schuld sind immer die anderen. Aber wenn nur wir beide da sind, dann bist du der andere. Ich bin niemals schuld. Also ich bin ja der Chef, ne? Ein Chef hat überhaupt gar keine Schuldkomplexe. Du bist ja nicht mein Chef. Also kannst du schon schuld sein. Ja. Ja, sei mal froh, dass ich nicht dein Chef bin. Da lacht er. Unfassbar. Was führt dich denn zu mir? Du hast gesagt, du hast noch ein paar Fragen an mich, an mein Leben. Genau, wir haben die Story ja noch nicht ganz vollendet. Wir haben ja schon angefangen und da waren so viele Daumen nach oben. Wir haben noch nicht vollendet. Ja, ja, ich mache immer nur ganz vollständig abgeschlossene Sachen. So, was ja, halb angefangen ist. Wenn ich in der Garage bin, schließe ich mein Auto auch vollständig ab. Einmal einen Knopf. Ja. So, ja, ich dachte, er wäre fertig. Nee, wir haben doch erst den ersten Teil gedreht und dann hast du doch gesagt, wenn die Zuschauer noch einen zweiten haben wollen, sollen sie ordentlich kommentieren und liken. Wollte das einer? Ich habe da nichts anders glaube ich, gar keiner. Wollte einer da eine Fortsetzung? Ich weiß gar nichts. Nee, wollte keiner oder doch? Also ich habe keinen gefunden, der es nicht wollte. Die waren alle. Ja, so geht das natürlich auch. Ne? Man fragt keinen und dann. Jetzt zwingen wir euch noch eine zweite Folge auf. Wäre super geil. Ich glaube, das wird ganz spannend. Spannend. Dann bin ich jetzt auch gespannt. Dann hau mal rein. Dann werden wir hier gar nicht fertig. Die Zeit ist auch schon gleich um. Vielleicht habe ich ja noch Glück und da kommt gleich noch einer und möchte ein Foto haben, aber ist egal. Johannes, du oder bist der dran. Palettenwagen kommt hier wieder durch. Dann kann ich mich gleich raufstellen und dann einmal eine Runde drehen. Wenn ja, du wieder können wir Foto dich machst. Bändern da und dann gehst du mit der nächsten LKW wieder nach Hause. Nach Bremen. Dann komme ich pünktlich als mit der Bahn, weil die streikt morgen komplett. Ja, ich toll. Nach Hause komme. So, Norbert, wir hatten doch letztes Mal über die Anfänge deines Unternehmertums so ja, aber gesprochen. Das ist ja schon ganz lange her, das ist eine alte Jacke. Ja, ich konnte ja nicht vorher kommen. Also, und ich dachte, heute sprechen wir mal so über Messen, weil da warst du ja auch einer der Ersten, du warst ja in vielen Sachen. Ja, hi. Könntest du mir das Autogramm reinmachen? Ja, natürlich. Also, ich würde mich sorry, ne? Aber
Ja, alles gut. Meine Fans gehen vor. Du darfst jetzt auch sitzen bleiben. Ein Selfie wolltest du nicht haben, ne? Nö, das muss nicht. Denn der Johannes hängt ja gerade rum, der würde auch mit uns beide ein Selfie machen. Immer gerne. Der hat ja eh keine Aufgabe hier. Der kommt mich hier besuchen aus Bremen, kommt dann zwei Stunden zu spät, weil angeblich sein Zug, keine Ahnung. Nicht nur angeblich. Ja, ja, das sagen die immer alle. Das ja. Bin ich schon gewohnt. Wie heißt du denn? Sandra. Wir werden heute nur gestört. So schön? Ja, das ist schön. Dankeschön. Ja, dann wirklich viel Spaß beim Lesen. Ne? Dankeschön. Ja, dankeschön. Tschüss. Tschüss. Norbert, wir wollten über Messe sprechen, aber hier ist wie auf einer Messe so viel los. Deshalb mache ich auch keine Messen mehr. Warum soll ich bei der Messe, da bist du erstmal eine ganze Woche am Aufbauen. Ach, Aufbauen fängst du ja erst an, nachdem du monatelang geplant hast. Kann ich auch bekannt aufmachen? Ja, sicher, gerne. Guck mal, auf Messen habe ich nie Autogramme gegeben. Ja. Da habe ich immer mit Aussteller gesprochen und die haben gesagt, wann kriege ich denn meinen Stromanschluss? Wo ist denn hier warmes Wasser für die Fische? Jetzt kommen nette junge Mädchen und fragen, ob ich ihnen nicht ein Autogramm geben kann. Ja, jetzt hast du die Zeit, jetzt brauchst du dich um den Aufbau, Abbau und so. Genau, also wir haben ja hier auch wie Messe, also so groß wie Messe, so viele Menschen wie Messe. Aber Auf- und Abbau, was ja viel Planung vorher ist, wochenlange Planung, tagelange Aufbau. Dann ist die Messe fertig und dann Eröffnung und dann geht das los und dann 3, 4, 5 Tage Rambazamba, dann wieder 2 Tage abbauen, 3 Wochen zu Hause aufräumen. Bei mir fängt jetzt morgens die Messe an, da sagt einer um 10:05, wir öffnen jetzt gleich. Dann macht ein anderer das Licht an und dann ist die Messe auf. Und abends ungefähr umgekehrt, da sagt einer, in wenigen Minuten schließen wir. Und dann ist die Messe um. Finde ich viel schöner. Wie heißt du denn? Lena. Lena. Lina. Mit I. Ja. L-I-N-A. Ja. So, dann da ganz viel Spaß mit. Wie alt bist du denn? 8. Und wo wohnst du? Ja, schön. Dann passt da gut drauf auf und da kannst du bestimmt ganz viel lachen. Ja? Wenn du noch ein bisschen gucken willst, darfst du hier stehen bleiben. Wir machen noch ein bisschen die Geschichte weiter. Ich glaube, der Johannes hatte heute noch eine Frage. Ja, wenn ich noch dazu komme, die zu stellen. Ja, jetzt ist aber auch gleich die Zeit um. Ja. Dann mach mal. Ja, jetzt muss ich erst mal wieder überlegen. Das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ah, jetzt machen wir einen Pausenton, würde ich ja jetzt einblenden. Bis der Johannes überlegt und bis der fertig ist. Ja, wir sind da jetzt schon so reingestolpert. Ich sitze hier ganz still, ich bin hier überhaupt nicht gestolpert. Ja, ich bin mehrmals aus dem Bild rausgestolpert. Ja, du standst doch hier, saßt hier im Weg rum und die Leute wollten noch ein schönes Foto haben. Wir können ja mal Plätze tauschen und dann stolperst du immer aus dem Bild raus, wenn noch mehr Leute kommen. Ja, aber ich brauche nicht rausstolpern. Du musst dann da rausgehen, weil dich will keiner fotografieren. Kriegst du da eigentlich Komplex dabei oder was? Jetzt wir müssen wieder zurück zum Thema. Ja, dann fang an. Dir fiel also ja nichts jetzt, ein. Bei Messen ist ja auch deutlich artgerechter, denke ich mal, wenn du hier jeden Tag Messe hast, als wenn du die Tiere extra zur Messe hinkarst, ja, wieder aufbaust, wieder ja, abbaust. Ja, ich will ja jetzt nicht sagen, das ist alles nicht artgerecht oder schon gar nicht Tierquälerei. Wenn man die Tiere alle ordentlich und korrekt handelt, wenn die richtig verpackt sind auf der Messe, natürlich gut vorgearbeitet wird, dass die Aquarien, Terrarien alle richtig vernünftig eingefahren sind, biologisch stabil stehen, dann kann man Fische umgewöhnen. Wir sprechen ja fast immer über nachgezüchtete Fische. Die haben ja nicht diese Umgewöhnungsschocks. Da kommen ja keine wild gefangenen Tiere auf eine Messe in so einem Becken und dann die Menschenmassen, sondern die kommen vom Züchter, die kennen Menschen, die kennen Glasscheiben, das ist ja wichtig. Ja, bei wild gefangenen Tieren hat man das ja, die kennen keine Glasscheibe, dann war womöglich kein Bodengrund drin oder an Stellen klar, dann stehen die und versuchen nach unten zu schwimmen, weil sie ja vor Angst flüchten wollen. Passiert ja alles nicht in der Messe. Die Fische sind das ja alle gewohnt. Also Tierquälerei ist das nicht, aber auf alle Fälle ist das ja einmal zusätzlich Stress. Ob so ein Tier überhaupt keinen Stress haben darf, sehe ich ganz anders. Es gibt einige, die behaupten, Tiere dürfen nie Stress haben. Also in der Natur haben Tiere immer Stress, regelmäßig Stress. Fast jeden Tag, mehrmals sogar, muss so ein Tier, ist egal, ob ein Fisch oder ein Kleinsäuger oder ein Vogel, um sein Leben kämpfen, rennen, fliegen,
schwemmen, was auch immer, weil ein anderer ihn fressen will. Und wenn mir einer erzählt, das wäre kein Stress, kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Und dieser Stress, den wir auf so Messen machen, denn dann dürfte man ja auch gar kein Tier verkaufen, keinen Fisch in eine Tüte packen und dem Kunden nach Hause geben, ja, wenn das sonst Stress ist, dass der da mal stirbt. Sterben auch mal Menschen, wenn sie in Urlaub fliegen. Eigentlich ist das ja, ich fliege ja in Erholung, ich fahre ja schon entspannt und trotzdem gibt es Menschen, die dann mal sterben. Passiert. Passiert auch mal beim Tier, aber heutzutage doch so selten ist das nicht der Rede wert. Also ich halte das alles nicht für Tierquälerei und nicht für zu starken Stress. Das ist so ein bisschen Aufregung dabei. Aber wie sagt man so schön, einmal am Tag soll ja auch mal ein bisschen der Blutdruck hochgehen. Das soll ja auch gut sein. Bei Faultieren zum Beispiel, da gibt es das ja, wenn bei denen so ganz ruhig ist, wenn da gar kein Stress mehr ist, soll das ja ganz häufig vorkommen, weil die sich dann so in aller Ruhe irgendwo hinhängen, dann sind die so ruhig, dann bleibt das Herz stehen und die sterben dann. Fast die Hälfte aller Faultiere sterben an Stressmangel, das muss man sich mal vorstellen. Aber das wollen wir ja nicht haben, deshalb machst du mir hier Stress heute Morgen und... Kann bei dir auf keinen Fall passieren, nicht? Also du fährst mal wieder richtig relaxed in Urlaub oder klingelt da auch mal das Telefon und... Du wirst ja nicht glauben. Ich habe also im Urlaub habe ich mein Handy dabei, habe ich mein Haustelefon hier, ich habe ja das Haustelefon hier, ich habe ja mein Handy hier und ich stelle das Haustelefon um auf mein Handy. Mein iPad habe ich nicht hier, das habe ich hier oben, dann brauche ich nicht unbedingt mit der Brille zu lesen. Ach, da haben schon wieder ein paar geschrieben. Und jeden Tag beantworte ich genauso die Fragen im Urlaub, morgens, mittags und abends, so wie ihr das gewohnt seid. Und ich gehe auch an alle Telefone dran. Meine Mitarbeiter, die nehmen da so ein bisschen Rücksicht auf mich. Die rufen mich viel weniger an. Aber sonst, ja, warum nicht? Ich sehe das genauso wie mit dem Faultier. Wenn ich auf einmal zu viel Ruhe habe im Urlaub und dann denke ich, boah, keiner braucht mich, wenn mich keiner braucht. Ja, und dann bleibt auf einmal mein Herz stehen, unverantwortlich. Also klingelt hin und wieder mal der Telefon und dann höre ich ja eigentlich ja nur nette Menschen und dann ja, ist das schon in Ordnung. Das stimmt. Ich hatte das häufiger schon mal, wenn man dann irgendwie zu wenig macht, dass man dann irgendwie tatsächlich krank wird oder irgendwie eine Erkältung kriegt, wenn man so von total viel Stress auf gar keinen Stress, was der Körper... Ja, da kann ich nicht mitreden, hatte ich noch nicht. Nee, hattest du nicht. Ist bei mir jetzt auch seltener geworden, aber damals... Ja, Johannes ist ja jetzt Unternehmer, da wisst ihr ja, wir hatten ja da mal drüber gesprochen. Ja. Hast du immer Stress. Hast du immer Stress? Ja. Ja, aber du lachst noch. Warum lachst du denn? Also ich kenne ja so Mitarbeiter am dritten Tag, da sagen die, schon wieder arbeiten. Wenn einem die Arbeit Spaß macht und wenn die das, oder wenn deine Mitarbeiter nicht mehr lachen, dann macht die Arbeit denen wohl keinen Spaß. Also, haben die einen falschen Job? Ja, also ist meine Meinung. Und du hast den richtigen Job? Sonst würde ich es nicht machen, ja. Gut. Bis halt bei euch, schreibt mir in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Wer von euch hat Spaß an der Arbeit? Ich meine, Arbeiten macht Spaß, aber wer kann denn schon so viel Spaß vertragen? Ja, Johannes, du bist ja viel zu spät gekommen. Da kann ich ja nun mal nicht für. Ich glaube, das Video ist auch lange genug. Mein Mittagessen wartet nicht. Das wird nämlich kalt. Ja, wir sind aber noch nicht mal richtig angefangen. Ja, an wen liegt das denn? Ich war doch hier die ganze Zeit am Arbeiten und beschäftigt. Und wenn du keine Fragen stellst, ach, wenn ihr meint, er soll noch ein paar Fragen stellen, dann könnte ich das machen. Nach der Mittagspause würde ich ihn noch mal fragen. Aber ihr schreibt mir erstmal unsere Kommentare rein, ob ihr noch mehr von ihm hören wollt, obwohl wir ja noch gar nichts gehört haben. Dann machen wir heute Mittag noch ein Video. Das kommt aber dann erst eine Woche später. Ist das okay? Ihr schreibt das da drunter und dann sehen wir mal. Ich gehe jetzt zum Mittag, ne? Also mir reicht's. Ja. Das ist ein Stress hier. Dann Messe, guten Appetit. Aufbau und Stress und alles. Kann man nichts machen, nicht?